Heute geht es um das Thema Neukundenakquisition. In meiner Vorlesung Vertriebssteuerung lernen meine Studenten eine Vielzahl von Vertriebssteuerungskennzahlen kennen. Im Bereich Kundenakquisition hat sich aus meiner Erfahrung insbesondere Folgendes herauskristallisiert. Erfolg in der Kundenakquisition entsteht insbesondere durch zum einen einmal Schlagzahl, zum anderen aber auch Ausschlagkraft. Mit Schlagzahlen meine ich tatsächlich eine ausreichende Anzahl von Kundenkontakten. Dazu sich auch tatsächlich die entsprechende Zeit einplanen, diese Zeit tatsächlich auch im Kalender eintragen und in weiterer Folge auch einhalten. Und mit Schlagkraft meine ich vor allem eins, eine erfolgswirksame Ansprache. Wenn ich beispielsweise einen Neukunden anrufe, überlege ich mir im Vorfeld schon, wie profitiert der von meiner Zusammenarbeit am stärksten, was sind seine größten Kundennutzen, wie gehe ich beispielsweise mit Widerständen um. Und ein zweiter Erfolgsfaktor ist, dass Unternehmer ihr Beuteschema kennen. Und wenn wir uns das im Tierreich anschauen, dann hat ein jedes Tier für sich selbst ein ideales Beuteschema über die Jahre entwickelt. Schauen wir uns beispielsweise die Löwen an. Eine Löwin würde zum Beispiel niemals einen Elefanten jagen. Warum nicht? Das Risiko, ein so großes Tier zu jagen, ist viel zu hoch. Auf der anderen Seite würde eine Löwin niemals Erdhörnchen jagen. Da müsste sie viel zu viele erlegen, damit sie einigermaßen satt wird. Und genauso hat jeder Unternehmer für sich ein perfektes Beuteschema, perfekte Faktoren, die die Zusammenarbeit mit Unternehmen besonders erfolgreich machen. Ich habe zum Beispiel für mich selbst die Erfahrung gemacht, ich arbeite mit den Firmen am besten zusammen, die für sich selbst einen sehr hohen Qualitätsanspruch im Beratungsprozess definiert haben. Wie komme ich zu solchen Firmen? Zum einen einmal über meine Netzwerke, zum anderen, ganz simpel gesagt, ich schaue mir die Homepage an. Wenn der auf seiner Homepage einen hohen Qualitätsanspruch im Beratungsprozess definiert hat, dann habe ich für mich einen perfekten Anspruchspunkt, einen perfekten Ansatzpunkt für ein Gespräch mit ihm. Ja, und damit vermeide ich, dass ich kostbare Zeit in meiner Akquisition vergeude.